Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von uns. Heute starten wir mit Folge 60 in die vierte Staffel und auch hier ist die Message wieder, es wird viel, viel Neues geben für euch. Auch wenn zwischendurch immer mal wieder der eine oder andere Reload kommt oder auch mal ein Video dabei ist von einem Wohnhaus, was schon ein, zwei Tage zurückliegt, wird es viel, viel Neues geben. Ich habe eine Menge Videomaterial für euch, was immer noch unbearbeitet hier auf meinen Festplatten umherliegt. Und ich kann euch sagen, der Vorlauf von meinen Videos reicht wahrscheinlich so etwa anderthalb Jahre voraus. Bleibt also gespannt und wenn ihr Bock habt auf weitere verlassene Orte hier im östlichen Raum Deutschlands, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert gerne auch unseren Kanal. Nun widmen wir uns hier dem schon laufenden Video und ich kann euch sagen, es gibt hier eine ganze Menge an Story. Ihr spitzt am besten die Ohren und wir hören uns gleich. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine ehemalige Maschinenfabrik mit Geschichte ohne Ende. Doch bevor es um das eigentliche Werk geht, wenden wir uns mal den beiden Firmen zu, aus dem das Werk dann letztendlich auch entstand. Die eine Firma entstand bereits 1838, aber aus einem ganz anderen Grund. Zu dieser Zeit existierte zwischen Hamburg und Magdeburg noch keine Schienenverbindung. Waren, Güter und Personenverkehr konnte also auf dieser Strecke lediglich mit der Schifffahrt bewältigt werden. Zu dieser Zeit war der Verkehr allerdings alles andere als zuverlässig und aus diesem Grund riefen der Reederer André und Schiffsbauer Albrecht Tischbein eine Initiative ins Leben, die den Schiffsverkehr zeitlich regeln sollte. Nach diversen Versammlungen ging nach rund zwei Jahren Vorbereitung die Gesellschaft durch die Absegnung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Feierlich in Betrieb und die Aktiengesellschaft startete noch im selben Jahr, wobei der Betrieb selbst schon ein Jahr zuvor begann. Im selben Jahr, also 1837, wurde in der Maschinenfabrik und Werft Buckau mit dem König von Preußen der erste eigene Raddampfer hergestellt. Sicherlich mit dem Namen auch eine kleine Zuwendung durch die Absegnung des damaligen Königs. Leitender Konstrukteur war auch hier Albrecht Tischbein. Knapp 10 Jahre später stach mit dem Kurier 1846 der erste eiserne Elbdampfer in See. Kurier auch hier wohl eine Anlehnung an Zuverlässig und Pünktlichkeit. In den weiteren Jahren entstanden Kettenschlepper, Eimerbagger, Schleppkräne und 1849 für die preußische Armee sogar 4 Kanonenboote. Mit Ende des 19. Jahrhunderts verlagerte sich das Geschäft der Aktiengesellschaft mehr und mehr Richtung Schwermaschinenbau, auch wenn zusätzlich eine Werkzeugmacherei und eine Kesselschmiede entstand. 1894 kam für den Schiffsbau in Magdeburg der Zusammenschluss mit der Deutschen Elbschifffahrtsgesellschaft, die ihren Sitz in Dresden hatte. Nur 6 Jahre später schloss man die Werftanlagen hier in Magdeburg. Parallel zur Schifffahrt gründete Rudolf Ernst Wolff 1862 seine Maschinenfabrik, in der anfänglich erst Lokomobile, also Dampfmaschinen für den Baubetrieb und für die Landwirtschaft hergestellt wurden. Später folgten riesige Dampfmaschinen mit 200 PS Leistung sowie komplette Lokomotiven und besonders effiziente Heißdampfmaschinen von Rudolf Wolff. Übrigens konnte sich die Firma trotz des neuartigen Dieselmotors 1905 mit der 10.000. Lokomotive dem Trend entgegenstellen und ihren Absatz erneut zur Jahrhundertwende steigern. 1896 entstand mit der Aufstockung der vorhandenen Eisengießerei nach Plänen des Architekten und Kommunalpolitikers Christian Andreas Schmidt die hier gezeigte Anlage, welche später noch durch eine deutlich größere Montagehalle im Norden ergänzt wurde. Rudolf Ernst Wolff starb 1910 krankheitsbedingt vermutlich an den Folgen eines Schlaganfalls, den er bereits 12 Jahre zuvor erlitten hatte. Er war bei seinen Mitarbeitern hoch angesehen, gründete er 1881 durch eine Pensions-, Witwen- und Waisenkasse, die noch durch ein Kur- und Erholungsheim 1895 ergänzt wurde. Außerdem gründete er eine Unterstützungskasse, die den Arbeitern bei Erkrankung und unverschuldeten Notlagen finanzielle Unterstützung bot. 1921 kam es zum Zusammenschluss der Maschinenfabrik Buckau AG und der Maschinenfabrik Rudolf Wolff AG zur Maschinenfabrik Buckau Rudolf Wolff Aktiengesellschaft. Leider konnte ich nicht auf alle Epochenteile genau eingehen, es war einfach zu viel Information.
Wen das genauer interessieren sollte, der findet dazu natürlich einen Link unten in der Infobox. Während des Zweiten Weltkriegs stellte die Firma neben Teilen für Torpedos und Feldküchen auch Gebirgsgeschütze, das 8,8 cm Rohr für den Tigerpanzer sowie Feldhaubitzen und 8 cm Panzerabwehrwerfersysteme her. Im Zuge der Herstellung nutzte das Werk auch zu dieser Zeit Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene für die Produktion. Nach dem Krieg entstand 1954 durch das Zentralkomitee der DDR der VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht. Zu Beginn waren hier etwa 4000 Mitarbeiter beschäftigt. In den folgenden Jahren wurden hier und in den unter dem volkseigenen Betrieb zusammengefassten Werken Anlagen für Raffinerien, Parex-Anlagen zur Gewinnung von Paraffinen aus Erdöl, Autoklaven für Gasbeton, Kocheinrichtungen, Zellstoff, Absorber, Separatoren, Öfen, Kondensatoren, Waschtürme, Wärmetauscher und sogar Reaktoren für die Chemieindustrie hergestellt oder geplant. 1956 löste man diese Anlage aus dem VEB Karl Liebknecht heraus und gliederte sie in den ebenfalls frisch gegründeten VEB Schwermaschinenbau Georgi Dimitrov ein. Die Produktion umfasste nun Gusserzeugnisse und Ausrüstungen für die Chemie- und Braunkohleindustrie. Zu nennen sind hier Großgetriebe, Bagger sowie komplette Anlagen für Brikett und Förderanlagen für Zementfabriken. Also vom Autokran bis zur Heckenschere hat man hier so alles, was mit Maschinen zu tun hat, hergestellt. Vor allem Autokräne waren hier ganz hoch im Kurs. Nach der Wende 1989 blieb das Werk als Tagkraft Schwermaschinenbau AG erstmals bestehen und firmierte in den frühen 90er Jahren als Maschinenfabrik Magdeburg-Buckau GmbH um. 1995 erfolgte dann die Liquidierung der Firma trotz erneuter Umfirmierung zur 3B Tech Aufbereitungssysteme GmbH. Seit dieser Zeit steht die Anlage hier still und verfällt. Der Verfall ist unübersehbar schon von außen. Gewisse Teile wurden hier auch schon weggerissen, aber der größte Teil ist nach wie vor noch vorhanden. Die Anlage hat so ihren gewissen Charme, hält sich doch der Verfall überhaupt nicht zurück, ist dafür der Vandalismus deutlich geringer. Wahrscheinlich traut sich nicht jeder in diese doch bis heute denkmalgeschützte Anlage. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss noch mit einigen Bildern und hoffe, wir hören uns und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis bald, macht's gut und ciao.